Hallo Leute und hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, da ihr es euch gewünscht habt, wie man so Schrift in seine Videos einblenden kann mit Filmora. Ja. Also Schrift, so wie hier. Vorgenommen, das ist das Video von gestern. Dann gehen wir hier auf den Text. Und das hier ist dann das Textfeld, wo wir brauchen. Wenn ihr von den anderen Textmöglichkeiten auch noch Tutorial sehen wollt, dann mache ich da noch extra. Okay, das ist einmal zu viel. Ja, dann klicken wir hier auf Bearbeiten. Oh, na, besser gesagt, wir können hier erstmal die Länge. Erstmal somit auch das schneiden, um zu entscheiden, wie lang das Textfeld eingeblendet sein soll. Ja, hier haben wir dann zum Beispiel die Textfelder, hier können wir einen Schriftstil auswählen. Hier oben kann man auch noch die Größe einstellen. Ja, dann, mein Tipp, entfernt immer das hier, dann geben wir zum Beispiel ein, willkommen zu diesem neuen Video. Ja. Dann könnten wir auch noch die Farbe ändern, wenn wir hier draufklicken. Dann gehen wir auf OK. Dann können wir das hier einfügen. Zum Beispiel am Anfang. Okay, die Schrift ist nicht ganz weggegangen. Aber wenn wir hier zum Beispiel so einen Schnitt setzen, dann können wir den Rebel kurz entfernen. Und das dran, wenn da was anderes dran steht, eine Info dazu. Ja, also, das war's dann auch so grob. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Also, ciao.